Yo Heroes, was geht ab? Heute wollte ich euch mal kurz ein spontanes Video machen. Und zwar war ich heute Mittag trainieren, hab Brust trainiert schön, hab natürlich einen coolen Supershake getrunken. Und jetzt war ich gerade noch beim Kickbox, das heißt alle Glykogen-Flaschen sind richtig schön leer. Ich wollte euch mal eine coole Alternative zeigen zu ständigem Reis. Das sind die Dinger hier, Glasnudeln. Der Vorteil natürlich, die haben kein Gluten. Und wenn man da mal drauf schaut, soll ich scharf stellen? 85 Gramm Kohlenhydrate haben die Dinger, ja, also viel mehr als normale Nudeln. Die müssen noch nur so 3-4 Minuten lang kochen oder so, die kommen jetzt hier alle rein. Dann, komm her, gibt es natürlich hier ein bisschen Fleisch, da hatten wir jetzt nur noch leider das Marinierte da, ein bisschen Paprika, ein bisschen Süß-Sauersoße und natürlich passierte Tomaten. Und am Ende zeige ich euch mal, wie das Ganze denn so aussieht. So Leute, das Fleisch ist angebraten. Jetzt kommen hier einfach die Glasnudeln, die sind auch schon fertig. Batsche ich halt nochmal mit rein. Dann ein bisschen Süß-Sauersoße. Nicht zu viel. Ich mag es ganz gerne, wenn es ein bisschen asiatisch schmeckt. Hauptbestandteil der Soße natürlich die passierten Tomaten. Schön rein damit hier. Lecker. Ein bisschen Kokosnussmilch noch. Die mache ich immer in so große Portionen mit rein, weil ich die echt eklig finde, weil die scheiße schmeckt. Aber hier schmecke ich sie jetzt nicht. Jetzt würze ich das Ganze noch ein bisschen hier. Tabasco natürlich ordentlich rein. Und dann geht's ab. So sieht das Ganze dann am Ende aus. Und das wird jetzt alles weggeputzt. Ich habe schon richtig Hunger und macht es ruhig nach. Schmeckt richtig geil. Ciao.